heute für eine solidarische Stadt von unten ein Zeichen setzen und gemeinsam kämpfen. Denn die Stadt soll ein Ort für solidarisches und kollektives Leben werden. Ich bin hier, weil ich solidarisch sein möchte mit verschiedenen Gruppen und Lebensrealitäten, die es hier in der Stadt gibt. Also wir brauchen Räume für Frauen, für Flinterpersonen, für rassifizierte Menschen, für Menschen mit geringem Einkommen und für Menschen, die einen alternativen Lebensstil pflegen wollen. Das gehört zu einer lebenswerten Stadt dazu. Einerseits diese Räume, aber auch andererseits bezahlbarer Wohnraum, weil Wohnraum ist die Grundlage von allen Existenzen und der Startpunkt für Selbstentfaltung. Der konkrete Anlass dieser Demo ist die Räumung des Wagenplatzes, der hier hinter mir ist. Diese Menschen sollen am 6. Dezember 2021 ihren Platz räumen und sozusagen verlieren ihr Zuhause. Ja, ich wohne schon lange im Wagen. Also ich habe meinen Wagen seit 5 Jahren mittlerweile und genau, ich habe früher auf einem anderen Wagenplatz gewohnt und habe da so das Wagenleben sehr lieben gelernt. Genau, also dieses Wagenleben heißt für mich, also ist schon so dieses krasse selber gestalten und es eben auch dieses selber bauen und das so Material und Werkzeuge in die Hand nehmen. Und so bevor ich angefangen habe, einen Wagen zu bauen oder im Wagen zu wohnen, hatte ich so überhaupt keine Berührung mit so handwerklichen Dingen und keine Skills. Und ich habe das so krass durch so ein Selbermachen gelernt und dadurch so viele Hürden abgebaut, die ich auch als weiblich gelesene Person und weiblich sozialisierte Person irgendwie so mitbekommen habe. Und ja, das passiert auch auf so einem Platz total viel, dass es auch in diesem, ja, irgendwie gerade in diesem Handwerklichen und Dinge bauen in so einer Welt, die auch oft so entfremdet und so hoch digitalisiert ist und so, ist das was, was mir immer wieder so super viel Freude bereitet. Hier setzt es halt so voll im Kleinen an, so das ist ein kleiner Ort, an dem sich einzelne Menschen irgendwie zusammenschließen und dann hat man doch plötzlich irgendwie einen neuen Freiraum geschafft. Es ist ein total informeller Raum natürlich, es ist ein subkultureller Raum, in dem halt irgendwie so ganz viel möglich ist und auch möglich ist, Dinge einfach ganz anders zu machen oder es auszuprobieren und andere Wege zu finden, in einer Gruppe mit Menschen sich anders zu strukturieren und zu organisieren, als es so die Gesellschaft, in die wir so reingeboren werden und so vorgibt und in der wir sozialisiert sind. Und deshalb ist es schon sehr aus einer Praxis heraus, so diese, ja, gerade diese Gedanken von gesellschaftlicher Veränderung und so, die umzusetzen, passiert hier einfach aus so einer täglichen Praxis. Und natürlich diskutieren wir auch größere ja, Theorien oder Fragestellungen, aber ja, ich glaube, das Besondere oder das, wo ich am meisten lerne, ist dann dieser, ja, das Alltägliche dann doch ganz viel. Unser Wagenplatz hat sich über die Zeit neben einem Wohnraum auch als Raum für nachbarinnenschaftliches Vernetzen, Selbstorganisation, Kultur und Austausch etabliert. Und mit unserem Standort hier im Ostend, mitten in der Stadt, können wir unsere Forderungen einfach sehr gut repräsentieren und vertreten. Wir sind hier auch im Ostend ein bestes Beispiel für Gentrifizierungsprozesse, die nicht wie in dem normalen Diskurs oft so dargestellt werden, als würden einfach nur reiche Menschen hier einziehen, als wäre es ein natürlicher Prozess. Es ist ein Prozess, der von oben angesteuert wird, der diktiert wird und der durch die investorenfreundliche Politik von der Stadt auch angetrieben wird. Hat angefangen mit spätestens mit dem Einzug der EZB. Dadurch hat das ganze Viertel eine symbolische Aufwertung erfahren. In einem Viertel, was vorher nicht als gentrifizierbar galt, einem ehemaligen ArbeiterInnenviertel, wo Menschen mit geringem Einkommen ihren Lebens-
Mittelpunkt fanden. Und der hat sich in den letzten 5 Jahren komplett geändert. Also man sieht überall neue Luxushotels, neue Luxuswohnungen, die die Stadt einfach nicht mehr braucht. Wir haben einen Überschuss an Luxuswohnungen, an Luxushotels. Wir brauchen keinen einzigen mehr. Wir bräuchten bezahlbaren Wohnraum, Sozialwohnungen, linke Freiräume, die diesen Menschen Raum zum Entfalten gibt. Und das macht die Stadt nicht. Sie ist sehr einseitig. Ja. Also am Anfang dachten wir, wir sind 3 Tage hier und dann sind wir geräumt. Also schon von Anfang an war klar, das ist sowieso nicht einfach und wahrscheinlich gibt es das Projekt nicht lange und das ist schon mal ein Riesenerfolg. Also irgendwie eine Besetzung von heute, also von circa 460 Tagen gab es lange nicht mehr in Frankfurt in der Form. Also die Forderung ist einfach nach einem innenstadtnahen Wagenplatz und Freiraum in Frankfurt so. Also die Forderung bleibt bestehen. So, selbst wenn wir hier ab dem 6.12. gehen müssen, werden wir das weiter fordern und sind auch, sage ich mal, also haben auch die Strukturen jetzt aufgebaut, sodass diese Forderung nicht mehr ganz von der Bildfläche verschwinden kann. Ich bin dafür, dass es mehr Möglichkeiten gibt, diese Räume sich selbst anzueignen, um selber zu gestalten, wie das eigene Leben sein soll und nicht von oben diktiert, je nach ökonomischen Möglichkeiten.